Ja, liebe E-Sports-Freunde, heute mal ein bisschen was anderes. Wir sitzen zwar hier im Weserstadion, aber es geht diesmal nicht um den Fußball auf dem Rasen, sondern ja, es geht um das virtuelle Können an der PlayStation. Ich sitze hier mit Mo Aubameyang, frisch gebackener ESL-Champion. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Mo. Wie war die Zeit für dich jetzt gerade beim Titelgewinn? Ja, ich war natürlich extrem froh, jetzt den ersten Titel für Bremen zu holen. War sehr wichtig, dass Bremen jetzt weiß, dass sie einen guten Mann geholt haben. Ich glaube, das ist immer auch sehr gut für den Start, für beide Seiten, dass man erfolgreich startet und hoffentlich wird es noch besser. Ja, du hast angesprochen, du bist noch nicht lange bei Werder, aber es läuft natürlich schon richtig gut. Wie reagieren die Fans auf dich? Kriegst du schon Feedback? Wirst du erkannt? Klar, also die Fans geben mir direkt Feedback, dass ich der Beste bin. War auch natürlich sehr gut auch mit der Weltmeisterschaft, dass ich der beste Deutsche da war und ins Halbfinale gekommen bin auf der PlayStation. Ja, war ein sehr guter Start und die Bremer Fans sind, glaube ich, auch sehr zufrieden und das macht mich natürlich sehr stolz. Warum bist du eigentlich der Beste? Also was macht dich besser als jemand, der zu Hause meinetwegen auch 12 Stunden mit seinen Kumpels am Stück zockt? Warum bist du trotzdem nochmal eine Klasse besser oder 2 oder 3? Ja, wenn ich das sagen könnte, dann würde ich, glaube ich, jetzt 50 Spieler ausbilden und denen das zeigen. Ich weiß selber wirklich nicht. Ich weiß eigentlich immer, was der Gegner vorher macht. Also wenn er Seitenwechsel macht, weiß ich, dass 2 Sekunden vorher das machen will. Das ist natürlich sehr wichtig. Und ich stehe irgendwie besser auch als andere Profis, also in der Defensive. Offensive sind wir eigentlich alle extrem gleich gut, aber wenn ich in der Defensive dann gut stehe und da wenig Tore zulasse, dann wird das zum Erfolg. Jetzt hast du einen Top-Konkurrenten oder einen Top-Freund oder einen Top-Gegner in den eigenen Reihen. Megabit ist da. Was könnt ihr voneinander lernen oder seid ihr mehr Konkurrenten? Wie läuft das hier bei Werder? Ja, das war ja auch unser Wunsch, auch zusammen immer einen guten Partner zu haben. Es gibt ja auch Teamwettbewerbe. Da spielt einer auf der PlayStation, ein anderer auf der Xbox-Turniere. Und da wollen wir natürlich alles gewinnen. Wir sind schon mit das beste Team auf der ganzen Welt. Deswegen müssen wir da schon Leistung bringen. Und Einzelwettbewerbe, ja, da ist man jetzt, da unterstützt man sich natürlich, aber wenn man gegeneinander spielt, da motiviert man sich noch mehr, irgendwie den zu schlagen. Weil, ja, das ist halt auch ein Freund und da will man ein bisschen sticheln. Was für Ziele habt ihr euch gesetzt für das nächste Jahr? Welche sollen Titel folgen oder ist man da manchmal einfach auch mit etwas weniger zufrieden? So wie bei einer WM, wo es dann halt einfach mal im Viertelfinale nicht weitergeht. Ja, ich sag eigentlich bei der WM immer, Viertelfinale ist immer mindestens. Also da bin ich mit zufrieden, weil du spielst dann gegen Gegner, die genauso gut sind wie du. Und da verliert man oder gewinnt man meistens mit einem Torunterschied, da entscheidet das Glück. Natürlich will man immer einmal im Jahr Deutscher Meister werden. Das ist immer vor allem mein Ziel. Ich bin jetzt bis jetzt jedes Jahr Deutscher Meister geworden. Das muss immer drin sein, sonst ist das schon ein Rückschritt sozusagen. Aber ein Weltmeistertitel wäre natürlich Hammer. Du hast gesagt, 4-mal Deutscher Meister geworden. Jetzt kommt die Umstellung auf FIFA 19. Wirst du es nächstes Jahr trotzdem? Ist das Spiel schwieriger? Ist es leichter? Wie schätzt du es ein? Du hast es angezockt. Ja, es ist eigentlich immer was Neues. Man muss immer sehr viel trainieren. Aber ich bin bis jetzt in 3 Teilen immer ganz oben. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass ich immer damit zurechtkomme, weil am Ende ist das schon sehr ähnlich. Es sind halt nur Kleinigkeiten, die sich verändern und die muss ich halt drauf haben. Alles klar. Besten Dank, weiterhin viel Erfolg und wenn du den nächsten Titel eingeräumt hast, sind wir gerne wieder dabei. Dankeschön.